Hallo Leute, willkommen zurück zu Orbtorio und diese Folge beginnen wir hier im Keller, wo ich dabei bin, verschiedene Sachen zu pimpen und das wird auch das Motto für diese Folge sein, denn wir, wenn wir hier schauen, hier haben wir einiges an Produktivitätsmodulen drin, musste hier die Greifer updaten, weil sonst werden die Spulen, die Kupferkabel einfach hier liegen bleiben geblieben. Aber wie ihr sehen könnt, es hapert wieder an Kupfer. Und wenn wir hier unten reingehen, ja, wir füllen manchmal die fünfte Kiste. Aber wenn wir hier Eisen anschauen, da sieht es minder aus, denn hier sind zwei ganze Kisten leer. Und hier auf dieser Seite haben wir natürlich nur die Einer-Module drin. Das heißt, hier müssen wir auch pimpen, damit wir mehr Grundressourcen durchbringen. Hier oben beim Stahl bin ich auch dabei, Dreier-Module in die Beacons reinzupacken. Ich glaube, hier unten brauchen wir nicht mehr. Aber was man dann überlegen kann, ist vielleicht zwei Produktivitätsmodule hier rein. Und erst wenn wir sichergestellt haben, dass Kupfer und Eisen und auch Stahl so gut läuft, wie es uns hier der Platz erlaubt, dann können wir uns überlegen, was machen wir hier oben mit der ganzen Chipsverarbeitung. Denn ich möchte hier mehr produzieren, dass wir auch mehr blaue produzieren können. Denn die werden wir brauchen, wenn wir mehr Module produzieren wollen. Die brauchen wir auch für die Violetten, die blauen brauchen wir für die gelbe Forschung. Und wenn wir dann Richtung Rakete gehen, die Raketensteuereinheiten, ja, die brauchen auch was Blaues. Also, ich denke, forschungsmäßig heißt das wahrscheinlich, wir gehen mal schauen, ob wir hier etwas mehr Platz bekommen, hier auf dieser Ebene, aber auch hier unten. Wenn wir da den Gang etwas breiter bekommen würden, könnten wir eventuell etwas mit Beacons machen. Aber wir werden sehen, was ihr hier auch seht, wir haben jetzt hier die drei Förderbänder auf jeder Seite und ich habe hier den Kunststoff durchgeschlauft. Hier oben sieht es ein bisschen nach Spaghetti aus, aber das gehört ja zu Factorio dazu. Also, ich denke, der nächste Checkpoint ist, wenn wir die nächste Forschung beginnen. Die Greiferarm-Kapazitätsbonusforschung ist durch. Das heißt, wo sollen wir unseren Fokus als nächstes hinrichten? Vielleicht hier auf dieser Ebene mal schauen, ob wir, wenn wir hier vergrößern, ob dies einen, ob dies uns weitere Möglichkeiten erlaubt, hier etwas anders zu machen, die Gänge breiter werden, so dass wir das Ganze durchschlaufen können mit Beacons. Hier oben sind jetzt überall Dreier-Module drin in den Beacons.
Das heißt, ich beginne jetzt auch hier bei Eisen, die auszutauschen. Der Harvester Floor ist fertig geforscht. Gibt da dahinter gleich noch eine. Schließen wir doch gleich an und schauen uns an, was das gemacht hat. Ja, das ovale Teil ist größer, aber die Brücken hier noch nicht. Aber wir könnten zumindest hier uns überlegen, können wir das besser machen. Aber warten wir doch noch, bis wir den nächsten auch noch geforscht haben, bevor wir definitiv entscheiden. Der letzte hier erfordert auch gelbe Flächen plus Bergbauproduktivität Nummer 3, wo wir auch gelbe Flächen brauchen. Und gelbe Flächen brauchen blaue Prozessoreinheiten und von denen haben wir nicht allzu viel. Drum denke ich, wir werden hier etwas in eine andere Richtung gehen. Zum Beispiel hier dieses Stockwerk noch vergrößern, denn das erlaubt uns auch etwas mehr Flexibilität. Ich bin dabei, hier Produktivität auch in die Forschung reinzupacken, so dass wir da auch effizienter werden und weniger Ressourcen brauchen. Hier hinten habe ich etwas umgebaut, dass wir die grünen Chips schneller in die Kiste bekommen. Und hier unten habe ich noch nicht mit der Produktivität begonnen, denn wir bekommen fast kein Kupfer durch. Und das, was wir mit diesem Setup hier oben umsetzen, das ist schon ziemlich gut. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel mehr als das, was wir haben, wenn wir es schaffen, überall mit Produktivität und Beacons zu schaffen. Aber eins nach dem anderen, diese Forschung noch fertig und dann auch weiterschauen, dass wir da die Produktivität und die Module, dass wir die fertig bringen. Nun ist auch das erste Untergeschoss etwas größer. Dann können wir hier vielleicht noch den nächsten Beacon-Slot machen, damit wir hier etwas mehr reinlegen können. Und ich habe gesehen, hier unten, das Ovale ist nun recht voll und unsere grünen Chipse-Produktion, da hapert es inzwischen an Eisen. Kupfer liegt an, aber wir bekommen zu wenig Eisen durch und ich habe hier 14 Eisenschmelzen, 12 Kupfer, aber ich bin irgendwo da so ziemlich genau in der Hälfte mit den Produktivitätsmodulen. Und ich habe hier mal in mein Buch reingeschaut und da habe ich diesen gefunden hier, diesen Blueprint. Blaupause, wo wir mit blauem Band und den Schmelzen etwas versetzt und Beacons auf beiden Seiten das Ganze ziemlich kompakt und wahrscheinlich hocheffizient gestalten können. Aber ich denke,
dafür brauchen wir den Platz. Hier unten machen wir hier unten vielleicht Eisen, da oben Kupfer und dann haben wir in der Mitte Platz für Stahl, was wir dann auch etwas pimpen können. Wir können dann vielleicht sogar Eisen etwas länger machen, so dass wir einen Teil des Outputs Eisen hernehmen für die Stahlproduktion und die Stahlproduktion dann in einem ähnlichen Pattern aufbauen. Aber ich glaube, da brauchen wir dann auch zuerst noch die, die blauen Förderbänder, die ich noch nicht geforscht habe. Das heißt, das wird dann so etwas das nächste sein. Und bis wir da ankommen, ersetze ich einfach noch hier die Module, dass wir wenigstens etwas mehr rauskommen. Wenn wir die Produktivität hier anschauen, dann sehen wir, die geht so kontinuierlich rauf. Und die andere Linie, das ist Stahl. Und da sehen wir auch, durch das Ersetzen der Produktivitätsmodule sind wir von 98 auf 114 Stahlträger die Minute gekommen. Ist nicht viel, aber jedes bisschen hilft. Die Logistik 3 ist nun auch durch. Aber da müssen wir dann ja zuerst noch die, die Produktion für die Bänder machen. Lass uns rasch überlegen, was wir hier als nächstes machen. Mehr Wasser unten brauchen wir nicht unbedingt. Größere Harvester-Plattform. Extra Rohr. Ja, machen wir das. Und hier sind wir fast, da fehlen nur noch drei Module. Und es geht gerade so, wenn die Kiste voll ist, ansonsten hapert es da. Und hier oben habe ich schon mal was vorbereitet für die blauen Bänder. Das brauchen wir hier. Das hier und dann die. Okay. Und ich denke, die Zahnräder, die stellen wir hier her. Machen das so. Hier Kisten hätten, da brauchen wir glaube ich nicht so viel. Ja. Sogar zu viel. So. Sind schon alle. Ah, hier oben könnte ich ja eine Anforderungskiste hinmachen mit Eisen. Okay. Kommen ja doch ein paar Aliens.
Und es sind 80 Eisenräder. Habe ich doch kein Eisen mehr hier oben drin. Hier. Dann ist das natürlich kein Wunder. Dass da nichts geht. Und dann brauche ich, ja, brauche ich selber auch ein bisschen Eisen, um dann, ups, hier die Fließbänder herstellen zu können, die Untergrundfließbänder. Denn die roten, das ist ja dann die Grundlage für die blauen. Und wir werden einiges an blauen Untergrundfließbändern brauchen. Bis wir das Ganze fertig haben. Noch einiges an blauen Fließbändern, denn wir werden, ich denke, die Blaupause ist so ausgelegt, dass wir ein blaues Band an Erz reinbringen müssen. Und dann auch ein blaues Band an Eisenplatten rausbringen, was mir dann mehr ist, als wir derzeit haben. Aber ich denke, wir lassen das hier oben mal laufen und schauen dann weiter. Ich denke, wir können mal einen Versuch starten. Ich habe aber so das Gefühl, dass wenn wir hier durch alle Schmelzen durch sind, dann wird hier hinten nicht mehr viel Eisenerz übrig bleiben für die Stahlschmelze. Aber wir werden sehen. Also, hier geht es dann so rum, und hier haben noch nicht, unten haben noch keine Beacons Module, und hier oben nur die ersten paar, und hier brauchen wir dann auch Produktivität. Etwas kommt durch. So, das heißt aber, hier können wir abbrechen. Und das gibt uns auch wieder einige Module, welche wir dann in die Beacons reinpacken können. Sieht gar nicht so schlimm aus mit dem Eisenerz. Ah, ja, hier müsste ich vielleicht noch das so machen. Das lasse ich. Da ist sowieso nicht mehr viel drin. Okay, dann schauen wir mal, was hat das mit Eisen gemacht. Äh,
1,6, 1,6. Noch nicht sehr viel. Wenn wir jetzt aber hier oben überall die Beacons befüllen. Dann kommt quasi nichts mehr hier hinten raus. Was mir sagt, wir müssen dann zuerst mal Produktivität hier reinpacken, bevor wir weiterschauen. Hier das Band ist auch nicht ganz voll. Verwundert mich nicht, weil hier gehen wir ja schließlich mit einem roten Band rein. Und vielleicht müssen wir auch das Layout hier etwas ändern, so dass wir mehr aus einem Feld rausbekommen. Aber ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Denn es wird langsam an der Zeit, hier weiterzuziehen. Wir sehen zwar hier unsere Verteidigung der Basis, die kommt ganz gut zu Gang mit den, Lasertürmen. Aber hier auf den Außenstationen, da ist die Verteidigung nicht so toll. Das gehen wir vielleicht auch das nächste Mal an. Also bis dann und tschüss!